Now turn up. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Wir zocken wieder The Forest und heute holen wir die goldene Keycard. Ja, was er dafür tun muss, wir sind bei meiner Base, laufen jetzt wieder zum Loch. Ich gucke nochmal auf der Karte. Wir sind jetzt genau hier. Dann lauft er auf der Flussseite von dem Loch. Wieder zu diesem kleinen Vorsprung da vorne. Wie bei der Machete. Und jumpt einfach wieder da runter. Ich zeige es euch nochmal. Ihr müsst beim Runterjumpen darauf achten, dass ihr irgendwo runterrutscht. Dann kriegt ihr nämlich keinen Fall Damage. Ihr müsst irgendwo an der Wand hängen bleiben oder runterrutschen. Nimmt auf jeden Fall gute Items mit, weil ihr müsst den Endboss machen dafür. Und ihr braucht eine Taucherrüstung. Ich werde das Video zur Taucherrüstung verlinken. Equippt euch auf jeden Fall gut. Also heißt Rüstung und sowas. Ich habe zwar keine Rüstung, aber ich farm da unten gleich was. Das cutte ich kurz raus. So, dann jumpt die wieder. Ich kannte, war das jetzt nochmal. Müsste die gewesen sein, wo ich jetzt gerade war. Jumpt die wieder runter. Und dann landet ihr auch schon gleich unten. So wie ich jetzt. Dann landet ihr vielleicht hier, wenn ihr Glück habt. Ihr könnt die Viecher gleich einfach mit dem Bogen abschießen. Ich werde das kurz rauscutten. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe diese alle gekillt. Es ist dunkel, ich habe Taucherrüstung an, deswegen das Licht. Ihr müsst jetzt zu diesem kleinen Teich, der hier unten ist. Es gibt hier nur einen Teich. Ihr braucht auf jeden Fall eine Taucherrüstung, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habe ich auch schon am Anfang gesagt. Und ich werde alle Videos verlinken, die man braucht. Also alle Waffen werde ich verlinken unter dem Video. Oder wer dazu schreiben, was man braucht, muss ich ja nicht alles verlinken. Guckt aber, geht aber in die Playlist rein, dann findet ihr das alles. Geht aber in die Playlist rein. Dann tauchen wir jetzt mal hier runter. Hier müsste irgendwo ein Loch sein. Da vorne ist das Loch. Hier taucht ihr. Hallo, Game. Da taucht ihr einfach rein. Und dann kommen wir auch zum Endbossraum. Ihr müsst den Endboss einmal wegklatschen. Keine Sorge, es gibt ein alternatives Ende. Das müsst ihr auch machen. Dann tauchen wir erstmal hier durch. Also ich habe jetzt ein bisschen Rüstung gefahren. Kann ich euch gleich zeigen. Hat noch Mutantenrüstung dabei. Hier durchtauchen. Könnte ein bisschen dauern. Ja Leute, ich werde das wieder ganz kurz cutten, bis ich beim Endboss bin. Bis gleich. So Leute, wenn ihr jetzt bei diesem Zelt angekommen seid, dann save nochmal schnell euer Game. Damit ihr auch nicht nochmal neu reinlaufen müsst, weil das würde ziemlich stören bei euch. Also rettet das Spiel nochmal, so wie ich das gerade mache im Hintergrund. Und ja, dann geht's weiter. Bis gleich. So Leute, wenn ihr jetzt hier angekommen seid, dann füllt nochmal eure Vorräte auf an diesen zwei Automaten hier vorne. Schmeißt einfach Geld rein, könnt einfach Snacks rausholen. Soda und sowas. Macht euer Inventar komplett voll am besten. Das Zeug da einfach komplett rein. Übertreib komplett einfach. Ich nehme noch Alkohol. Und meine Dinge sind voll. Füge nochmal meine Snacks auf. Sammelt hier alles wirklich im Raum ein, was man hier finden kann. Oder Snacks voll. Der Automat ist leer. Ist der Automat wohl leer? Dann sind ist hier noch was zu essen. Dann liegt hier irgendwo noch was rum. Müsst ihr auf den Tischen gucken. Da steht noch Alkohol zum Beispiel. Sammelt alles ein, wirklich, was ihr finden könnt. Esst einfach alles auf. Ist egal, ob ihr Hunger voll habt. Esst einfach. Hier ist noch mehr Alkohol. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal weiter. Dann sehen wir uns gleich beim Endboss.
So Leute, wir gehen jetzt zum Endboss. Klatschen den ganz kurz. Und ganz kurz die kleinen Viecher hier umbringen. Oh ne, wieder so ein OP-Viech hier, Alter. Maske von einem anderen auf, Alter, what the fuck? So, kann ich hier drin ein Feuer aufbauen? Natürlich nicht. Schade. Dann gehen wir weiter, Leute. Wir sind nämlich gleich beim Endboss. Alles schon mal equippen. Muss ich hier nochmal lang? Ach, keine Ahnung. Einfach hier lang laufen. Und hier geht's zum Endbossraum. Alles anziehen hier. Das kommt darauf und das da. Und jetzt kommt der gruselige Teil, Alter. Oh Gott. So Leute, ihr müsst jetzt klatschen. Die besiegen müssen wir jetzt erstmal. Und dann können wir gleich weiter fortführen. Ich werde das wahrscheinlich überspringen und cutten. Dann werdet ihr gleich das Ende sehen, wie ich sie gleich töte. Hallo Mädchen. Oh mein Gott, Alter. Boah, alter Junge. Sieht so creepy aus, Alter. What the fuck, Alter. Der ganze Rücken ist aufgeschlitzt, wie der. Die haben Mutanten in sie eingepflanzt. So unnormal. Oh, aber hier ist Gänsehaut dabei, wenn man das nachts spielt.
Lol, das hat mich getroffen. Ich hab sie, Leute. Ich hab sie. Gott, Alter. Ich hab sie. Okay, jetzt müsst ihr das Kind zu der Station bringen. Hab sie aufgesammelt, lol. Teile fallen einfach ab, alles klar. Also jetzt müsst ihr sie zurückbringen. Zu der Station. Und dann droppt ihr gleich die goldene Keycard. Ich hab mir jetzt echt gedacht, dass das schwerer war. Oh, ich kann nicht saven. Schlafen, eher gesagt. So. Noch mal schnell zurück. Ja, ich bin blutüberströmt, super. Das Essen. Hab sogar noch Rüstung übrig, die ist ja voll schwach, Alter. Jetzt legt die sie gleich da rein. Da legt ihr sie rein, dann fällt sie gleich raus. Und dann droppt sie die goldene Keycard. Normalerweise. Also müsste sie. Und da ist die goldene Keycard, Leute. Man hat sie schon gesehen. Ist gedroppt. Und dann denkt sie nur so, Digga, was ist los? Da ist die goldene Keycard. Geht ihr einfach hier durch jetzt. Das switchen, so. Und dann laufen wir jetzt zum alternativen Ende. Also ihr geht jetzt nicht zu der normalen Konsole. Wir gehen, bin ich jetzt richtig? Muss ich hier hoch? Ja, muss ich. Hab mich vertan. Hier müsst ihr lang, Leute. Es gibt nämlich nur einen Weg. Klettern wir jetzt hier durch. Irgendeine Sache lädt hier. Ich spring jetzt einfach runter, man packt drauf. Ich glaube, wir müssen nochmal tauchen. Ich muss hier nochmal tauchen hier. Das kleine Ende. Wie gesagt, Taucherrüstung ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht es dann zum Endraum, wo man das Spiel dann nochmal läuft. Der Raum ist genauso gruselig, Alter. Geht hier einmal rüber und am besten fällt nicht runter, obwohl man kann da wieder hoch, glaube ich. Eigentlich egal. Ja, man kann hier wieder hoch. Geradeaus weiterlaufen. Sind hier so ein paar Sachen. Wie baut man sowas überhaupt, Alter? Dann geht's ja wieder durch so eine Engpassage durch. Dann sind wir wieder im Gebäude drin. Digga, was hier passiert, Alter? What the fuck? Junge. Muss hier durch? Natürlich. Was war das? So. Digga, das ist auch voll der komische Gang hier. Alter.
ist hier noch drin? Leuchtfackeln. Alter, ich komme hier nicht durch. Oh, danke schön. Ich pack hier fest, Alter, what the fuck. Oh, Digga, ist das eng. Ich will auf den Boden schlagen, Mann. Dankeschön. So. Dann geht ihr weiter durch hier. Springen wir mal hier runter. Ich glaube, wir sind fast da. In den Fahrstuhl rein und dann sind wir fast da. So. Keycard wieder benutzen. Die goldene, die wir jetzt bekommen haben. Teilt das Video mit allen euren Freunden, abonniert mich und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und lasst ein Like da. Und folgt mir auf Instagram und Snapchat, werde ich jetzt einblenden. Zwei Jahre später. Und da sind wir. Einfach durchrennen hier. Natürlich im Schneegebiet, wo auch sonst. Und da geht ihr jetzt nicht direkt auf den Monitor zu. Rechts daneben steht ein kaputter Monitor und das ist absolut laut. Ich gehe jetzt hier in die Ecke rein, genau hier. Und mach das hier. Also geht hier einfach Emergency Shutdown fertig. Dann schaltet ihr das Ding ab und tötet euren Sohn, aber ihr habt die goldene Keycard und könnt nachher noch das Artefakt holen, was ich auch noch als Video machen werde. Und der Shutdown ist. Wir haben es abgeschaltet, Leute. Wir haben es abgeschaltet. Ich hier noch irgendwas. War es das? Dann sind wir auch schon am Ende. Können jetzt hier wieder raus. Dann landen wir gleich im Schneegebiet. Digga, braucht der Fahrstuhl immer lang. Ich dachte jetzt, der Endboss dauert länger und wäre schwerer, aber das ist eigentlich schon scheiße. Wenn man es so sieht. So, und da sind wir auch unten angekommen. Eisen. Aus dem Wartungsraum ist das hier, glaube ich. Oh, Leck des Todes. Ist noch Alkohol, Leute. Kommen wir jetzt irgendwo im Schneegebiet gleich raus. Da vorne ist der Ausgang. Oder, ne, das laber ich. Müsste gleich irgendwo der Ausgang kommen. Scheiß auf Leben. Fast gestorben, egal. Vorne geht's raus, irgendwo muss ich nochmal tauchen. Ich muss nochmal tauchen, Leute. Dann tauchen wir nochmal raus. So. War es das auch fast mit dem Video? Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Dann kann man hier nachher runter, um das Artefakt zu holen. Nehme ich mal an. Also hier kann man wieder rein, Leute. Das können wir aber leider noch nicht machen, weil wir das Teil dafür noch nicht haben. Sondern nicht in unserem Besitz. Und die Hülle taucht auch erst dann auf, wenn ihr den Endboss gemacht habt und so. Und das Shutdown habt, das alternative Ende halt.
Dann müssen wir hier nochmal mit Dynamit aufspringen. Das Video wird jetzt ein bisschen länger werden, kann ich nichts dran ändern. So, können wir einfach hier durchlaufen. Da schon draußen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, abonniert, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Black Falcon Army ist am Start. Wir haben das Spiel beendet mit dem alternativen Ende dafür das Flugzeug. Wir sind fertig. Wir können jetzt noch die anderen Sachen machen, die wir auch noch machen können jetzt. Mit der goldenen Keycard halt. Und jetzt verbrennt er noch Timmys Bild. Als Abschied. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ciao. Bis zur nächsten Folge.